Hey Kev, lebst du noch? Wann kommt denn dein nächstes Video? Hey Kev, wann gibt's ein neues Video? Digga, was ist los? Wann kommt eigentlich ein neues Video? Ich habe langsam Entzugserscheinungen. Alexa, leg den Flur an. Computer, leg den Büro an. Okay. Ey, Kev, sag mal. Wann bringst du endlich mal wieder ein neues Video raus? Ich spiele mir hier nur am Bauchnabel und Hose in die Kniekehle und ich warte immer noch, Baby. Jesus Christ. Oh, da war ja was. Naja. Oh, Mann. Okay. So, was geht hier ab? Lang ist es her, Baby. Okay. Ja, tust du auch noch? Parken wir das? Ja, ich muss mal sagen, das ist eine Spitzenklasse, ne? Aber ja, der Reifen. Ja. Gut. Alles klar. Knuspert, wa? Jo, willkommen bei einer kleinen Ausfahrt mit The Baby. Ganz kurz, das letzte Mal war ich glaube ich auch an dieser Stelle und da habe ich die Bremsen auch noch nicht gemacht und habe gesagt, dass ich das bald mache. Ich habe es nicht getan, so viel dazu. Also die müsste man demnächst, denke ich mal, machen. Naja, gut. Ihr fragt euch sicherlich so, hey Digga, Alter, wow, du lebst das auch noch. Was geht ab? Was willst du jetzt eigentlich? Du warst so lange weg. Ja, ich war ganz schön lange weg. Ich glaube jetzt 4-5 Monate, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Was natürlich sehr oft vorkommt. Ja, ihr wisst warum. Einige Sachen haben sich auch noch ergeben, was ich ziemlich geil fand. Komme ich gleich nochmal drauf. Dadurch, dass ich weg war, was dann halt so passiert ist bei Quad-YouTube. Auf jeden Fall, da kommen wir gleich nochmal zurück. Ja, auf jeden Fall wollte ich mich erstmal nochmal bedanken für die Leute, die immer noch Abonnenten von mir sind und seit 5, 6 Monaten oder 4, 5 Monaten
nichts mehr von mir gesehen. Alter, hier ist voll der geile Graben. Oh, hätte ich jetzt Eier. Naja, was geht hier ab? Hallo? Tag. Ah, den kenne ich doch noch. Ja, ja. Da war bei uns ein Reh und das hat er dann leider töten müssen, weil das mit einem anderen Bullenreh keine Ahnung gekämpft hat. Gut, wo war ich stehen geblieben? Da ist ein erster Weg. Oh, jetzt bin ich schon wieder voll raus. Ihr wisst, das war schon immer so. Es hat sich nichts geändert. Auf jeden Fall habe ich mir heute mal gedacht, komm, Digga, fahr doch einfach mal eine Runde. Hä? Dann gehst du so los. Das ist halt wieder typisch. Guckst du, machst du auf. Ah, ja, ja, da war ja was. Ich habe ja einen Platten. Da war ja was. Aber gut, kurz bei der Tanke gewesen. Huh, Baby. Ach ja, meine Bremsen gehen nicht, habe ich erzählt, ne? Also die gehen schon, aber sind halt nicht mehr so knackig. Ja, auf jeden Fall Platten, die Stars man tun, hat was mit dem Bedlock-Fing zu tun, weil die irgendwo, ich glaube, Sand oder so zwischen diese Backen haben, keine Ahnung. Ihr wisst, ich weiß nicht, was mache ich. Und ja, Luft ist wieder drin, Reifen ist nicht mehr platt, Nille wird kalt, weil nur Jogginghose an, Fitze habe ich auch keinen Bock, ja, okay, jetzt muss ich mir entscheiden, Scheiße oder Wasser? Na ja, gut, wo war ich jetzt stehen geblieben? Klassiker. Also ich bin jetzt gerade wieder da, dachte mir, komm, erste, jetzt bin ich da, alles ist schön, Scheißplatten, dies, das, mal tun. So. Was habe ich denn in der Zeit so gemacht, haben sich viele gefragt und auch mir geschrieben, wie sieht's denn aus, Digga? Lebst du überhaupt noch? Ich dann immer, ja, nee, alles gut, viel Arbeit, mal tun, was ja auch nicht keine Lüge ist. Wir haben im Moment sehr viel zu tun, wetterbedingt, weil bei uns hier in Hannover ist das Wetter halt ziemlich gut. Wir haben alleine jetzt schon im Januar, Februar, ich glaube, 4 Umdecker gemacht, was für die Zeit für so einen Betrieb, wie wir es sind, relativ gut ist, weil das Wetter einfach wirklich gestimmt hat und alles war schön. Ja, das bedeutet aber wiederum auch, kommst nach Hause, bist du im Arsch, ne? Ist halt so, Handwerk, ne? Kennt er. Ja, und da ich hatte einfach die ganze Zeit wirklich nicht so Lust, kann ich da lang fahren? Ja, ne? Bestimmt, das ist jetzt nicht irgendwie Sumpf oder so, ne? Wo ich jetzt gleich stecken bleibe, ne? Auf jeden Fall hatte ich schon Bock zu fahren. Und ich hätte wahrscheinlich auch viel eher schon ein Videochen gemacht, weil es ja auch wirklich ziemlich gutes Wetter war. Aber ich war einfach zu im Arsch, also zu sehr im Arsch und ja, hab dann halt die Zeit lieber am PC verbracht und geguckt so, was man so machen kann. Dann kam hier Apex raus, haben wir sehr lange gesuchtet, mega Spaß gemacht im Moment. Also jetzt die Woche habe ich gar nicht gezockt, aber naja. Vielleicht kommt da auch die Motivation, mal wieder ein bisschen Quetschchen zu fahren. Aber ja, ich merke gerade, ich habe ziemlich viel Spaß. Also muss ich wirklich sagen, sehr schön. Ich hätte mich gefreut, wenn ein bisschen mehr Schnee da gewesen wäre dieses Jahr. Es hat, glaube ich, bei uns nur einmal oder so gesnäut. Und das lag auch nur irgendwie 2-3 Stunden. Und dann war wieder weg. Ach ja, hier ist ja dieser Huckelweg, ne? Bruder! Aber keine Bremsen, also falls ich bremsen muss, bin ich tot! Aber es ist schlimm, die Kamera läuft. Hoffentlich, wenn ich dann wirklich mal irgendwie gegen den Baum fahre. Ja. Jetzt kommen wir mal zu der Geschichte, die ich wirklich geil fand. Läuft die Kamera? Hallo, Leute. Was ich wirklich cool fand, ich weiß nicht, wie gesagt, 4-5 Monate oder so war ich jetzt bestimmt weg. Mal ab und zu habe ich da irgendwie vielleicht einen Livestream gemacht gehabt, aber ich war schon seelisch weg, sagen wir mal so. Und dann habe ich gemerkt, ey Digga, die anderen kleinen YouTuber, die sprießen ja wieder, ja? Aber ich habe dann mal geguckt, ey Leute, geile Arbeit. Also natürlich auch an die kleineren Quattler-YouTuber. Sehr schön, dass ihr alle so aktiv seid. Freut mich riesig. Und an die, ich nenne es jetzt einfach mal Quad-Community, da sind ein paar Abos rausgegangen. Hat man gemerkt. Ja? Man hat gemerkt, dass die kleineren
Videos, kleineren YouTuber, eine höhere Aufrufzahl erreicht haben. Also es kam mir zumindest so vor, könnt mich da gerne berichtigen, aber es kam mir wirklich so vor. Und das finde ich ziemlich cool. Ob das jetzt wirklich daran lag, dass ich nicht da war, das weiß ich nicht, aber wenn es so ist, dann finde ich das ziemlich geil. Weil dann die Leute sich auch mal wirklich sagen müssen, so, ja okay, da kommt jetzt nicht einmal die Woche oder zweimal die Woche ein Video von dem Kev. Da muss ich auch was anderes machen, ne? Gewichst habt ihr alle wahrscheinlich schon, wenn ihr nach Hause kommt. Oder halt genippelzwistet, keine Ahnung, was weiß ich, was ihr so macht. Auf jeden Fall. Woo, Baby! Oh mein Gott, das hat mich so wieder gepackt, doch! Ja, ich sehe schon, komm. YouTuber, Quadfahrer, verschollen im Wald, 6 Monate nicht gefunden. Redet über seine 5-monatige YouTube-Pause. Ja gut. Ja, fahren wir jetzt da lang oder da lang? Da war eigentlich ganz geil, aber da kommen wir schon wieder Straße, da will ich gar nicht lang. Ich will halt mal ein bisschen wirklich Fanling ballern, so, weißt du? Einfach mal wieder reinkommen in die Geschichte hier. Ja, ne? Und na, auf jeden Fall finde ich das ganz cool, dass da mal so ein bisschen was übergeschwappt ist. Ich hoffe, das wird noch mehr. Also an alle kleineren Quatsch-YouTuber, von mir aus auch Mofa-Fahrer-YouTuber, was auch immer, am Ball bleiben. Einfach machen. Nicht so wie ich. Ich mache eine Pause und denke mir, heyo, hast du gut gemacht. Nein, keine Ahnung, so eine Pause ist halt mal ganz cool. Ich hatte viel Zeit für andere Dinge. Zum Beispiel habe ich mit einem Kollegen angefangen, Magic zu spielen. Weiß nicht, ob ihr das kennt. Magic Arena Online. Ganz geil, macht Spaß. Also für die Leute, die damals Yu-Gi-Oh! Gespielt haben oder ja, Hearthstone. Ist ziemlich cool. Ist gerade bei Magic sehr, sehr umfangreich. Aber nicht so viel davon. Ja, bei mir hat sich eigentlich nicht so viel verändert. Ja gut, vielleicht habe ich wieder ein bisschen zugenommen, man weiß es nicht. Aber da zu dem Thema kommen wir nochmal was anders. Ja, gibt es was Neues? Ich bin gerade echt am Überlegen. Wann haben wir das letzte Mal gesehen? Also, so richtig so vlogmäßig. Ja, das ist ja, keine Ahnung, Alter, das ist echt lange her. Was habe ich denn da so erzählt? Ich weiß es nicht. Irgendwas war doch. Ach so, mein Auto hatte Zündaussetzer, glaube ich zumindest. Dann ist einfach mitten in der Fahrt ausgegangen. Da bin ich fast in der Kurve, weil ich nicht mehr lenken konnte. Ne? Keine Servo, kein Dies, das, keine Bremsen. Zumindest halt nur, sagen wir mal 20% der Kraft. Aber war schon gefährlich. Ich weiß nicht, was es war. Ist nie wieder aufgetreten. Ja, keine Ahnung, falls jemand Ahnung hat. Dodge Ram Baujahr 2003. Ja, hier einfach mal mitten in der Fahrt ausgegangen. Es war noch kalt. Es war kalt und ja, ich bin auch nur 100 Meter gefahren. So auf doof, ne? Wir wollten zu Meckes. Man kennt ihn. Oh, Baby. Yeah. Woo. Woo. Streichel dein Hörnchen. Ich streichel es. Oh. Geiles Hörnchen. Ja. Ich weiß, dass du das magst. Ja, Baby. Oh, ja, ich weiß nicht, was. Ah, hey, bleib ruhig. Bleib ruhig, Braun, ruhig. Ja. Komm, alles gut, Brauner, alles gut. Wir sind alleine. Yeah! Das gefällt dir. Lange hat sie gestanden, muss man ihr ganz ehrlich mal sagen. Sofort wieder angesprungen. Gut, einen Platten hat sie gehabt, ne? Einen Taubenfuß haben wir alle mal, aber ja, wird ja auch von mir gut gequält. Ich will's ja auch, die dreckige Sau, ne? Hat sie auch richtig Bock drauf. Da hat sie richtig Bock drauf. Da richtig, so richtig schreien will sie. Ja, manchmal, ich weiß, sollte es deswegen nicht erzählen, aber manchmal gehe ich in die Garage, wenn meine Alte keinen Bock hat, ne? Ja, dann, ja, ihr wisst. Meine Freundin meine ich, nicht Alte. Schatz, liebe dich. Woo! Ist das schön, Digga! Ja, geht die Kamera noch, falls ich hier jetzt rumschreie? Weil, ist dann immer sehr witzig, wenn du dann so nach Hause fährst, so, oh ja, das Video, das fand ich jetzt ganz cool, so, bist du rumgeschrien? Und ja,
einfach die Kamera aus. Das ist immer sehr nervig. Aber da kommt schon wieder Straße. Wollen wir Straße fahren? Ah, ich finde halt fancy. Nee, komm, wir bleiben hier drauf. Ist doch scheißegal. Fahren wir jetzt zweimal denselben Weg. Ist doch egal. Puh. Oder wir fahren aufs Feld. Nein, machen wir natürlich nicht. Ja, drehen wir hier mal. So einen dicksten Wendekreis. Juppi, juppi, jupp. Ja. Was wollte ich noch sagen? Irgendwas war da noch. Irgendwas war noch, ich weiß es nicht mehr. Was natürlich auch sein kann, ist, dass mein Mikrofon einfach gar nicht funktioniert, weil das ja auch schon monatelang so rumliegt und keine Ahnung. Ein bisschen blöd, ne? Naja. Ich tue einfach mal so, als ob es geht und rede weiter mit euch. Ach, ist das herrlich. Einfach dieses Gas geben, ne? Das hat schon so ein bisschen gefehlt, muss ich wirklich sagen. Und das ist so... Oh, da kommt ein Bauer. Hallo. Guten Tag. Ein bisschen benehmen kurz, nicht so driften und so, ne? Ihr wisst. Alles schön. Naja. Du, irgendwas wollte ich noch sagen. Was war denn da? Ah ja, ich glaube, Devil hat seine 2000 geknackt, ne? Oder, ja, ich glaube, wenn es so ist, Devil, mein herzlichen Glückwunsch. Sehr verdient. Ich wünsche dir noch viel, viel mehr. Solche Menschen muss einfach die Welt kennenlernen, wie du es bist. Ich liebe dich, Bruder. Hui. Ja, und natürlich auch der liebe Dome, der sich wirklich oft bei mir gemeldet hat. So, ey, Digga, alles gut, brauchst du mir zum Reden, so, alles gut oder so, ne, weißt du? So auf Buddy-Style halt, ne? Ziemlich geil. Weil das sind auch so die Menschen, die sind relativ von Anfang an dabei und wissen halt auch, was bei mir abgeht. Wie gesagt, ist alles Hobby. Haben wir ja schon mal drüber geredet. Wenn es dir ums Geld geben würde, dann würde ich hier jetzt 28 Mal Werbung reinhauen. Und vielleicht auch Visca Barca mäßig meine Freundin oder Schwester, ich habe keine Schwester, sondern ich meine Freundin, Thumbnail-mäßig vergewaltigen. Obwohl, das habe ich doch habe ich einmal gemacht, ne? Zweimal habe ich, glaube ich, meine Alte als Thumbnail, aber halt nicht so ein auf. Komm mal her, Baby. I'm ready for you. Oh, dieser Sound, Junge. Ich weiß, das hört man in der Kamera immer nicht so. Vor allem dieser Schnorchel hier, der gibt, zieht so ein bisschen den Sound für euch. Aber mir ist halt übel sweet. Oh, und was noch passiert ist. Damals, wo ich das Handy hier gefunden habe, hat mich jemand bei Instagram angeschrieben. Ich hatte jetzt auch nicht Zeit, ihm zu antworten. Auf jeden Fall der Boy, mit dem ich da geredet habe, der hat dann irgendwann mal wohl mein Video geguckt und hat mich letztens angeschrieben, den muss ich unbedingt noch schreiben. Er hat mich gefragt, so, ja, wie sieht's aus, Digga, ich brauche auch einen Quad und so. Was steht da ganz gut? Aber ich habe vergessen zu antworten, fällt mir echt gerade erst ein, wo ich hier gerade so lang fahre, ne? So, ist er da. Naja, gut. Irgendwas Wichtiges war aber noch. Ich komme aber nicht drauf. Typisch halt. Ich müsste mir so einen Zettel hinmachen, so wie mit euch, so stichpunktemäßig, weißt du? So legst du hin und dann guckst du, ah ja, okay, das eigentlich, zack, Häkchen, machst du so ein Schiff, zack. Aber ich und ein Zettel, irgendwas aufschreiben, ne? Glaubt euch aber selber nicht, Bruder. ach so, ja, was natürlich auch noch zwischendrin war, war Artikel 13, keine Ahnung, YouTube-Weltuntergang. Juckt mich eigentlich im Prinzip, also schon, weil ich ja auch quasi nicht nur Content Creator bin, sondern auch Konsument, dass dann halt andere YouTuber halt nicht mehr diese lustigen Videos machen können, sowas wie, keine Ahnung, wie heißt es hier, so Videozusammenschnitte, Mann, was weiß ich hier, YouTube-Kacke und so eine Scheiße, das geht dann alles nicht mehr, wenn das durchgeht, ne, also nur mal als kleine Information, aber das ist jetzt auch nicht hier, also das wollte ich jetzt auch nicht mit euch bequatschen, weil ich habe auch schon 1000 Videos gesehen und langsam geht es mir einfach auf den Sack. Wenn die der Meinung sind, das zu tun, dann sollen sie es tun und wenn nicht, dann, ja, dann fickt euch doch in die Arsch. Vor allem lasst mal Rentner entscheiden, was die Jugend macht. Das ist mal richtig gut, also wirklich. Also was heißt Rentner, aber ne, ihr wisst, was ich meine. Aber da müsste mal so ein richtiger Deutscher hin, hier so ein, oder so ein Mischlingsdeutscher, so ein Amenacker hier rum. Weißt du, da mal ein bisschen aufräumen, das wäre halt schon ganz, ganz, ganz nice, so. Aber, wie wir halt wissen, ist das halt nicht so, wie man sich das immer wünscht. Gut, Leute.
Ich würde sagen, mein Plappermaul ist jetzt auch langsam entlüftet. Ich denke mal, die nächsten Tage fallen mir bestimmt noch ein, zwei Sachen ein, die ich mit euch verreden möchte. Heute haben wir erstmal den Platten rausgemacht. Und ja, jetzt fährt es halt wieder, ne? Das sind noch die Bremsen. Denk mal, zu Ostern werde ich es auf jeden Fall machen. Weil da sind wir vielleicht. Das haben wir doch. Nein, ich erzähle es euch nicht. Ich erzähle es euch nicht. Weil ist eine Überraschung. Wenn es dann überrascht, also mich selber überrascht, dass ich dann auch wirklich hinfahre, dann bin ich Osterwochenende mäßig. Okay, ich sag's euch. Also ein bisschen. Also ich bin dann auf so einem. Ja, da ist so eine Crossstrecke. Aber halt mit meinem Vater und Bekannten. Also jetzt nicht hier YouTube-Szene mäßig irgendwie Quad-Treffen, sondern ja, Familie-Style am Menaka. Ne? Und ja, da gucken wir mal. Egal, alles gut. Besprechen wir dann. Ansonsten würde ich doch gern mal von euch wissen, was ihr eigentlich so nach der Arbeit macht. Wenn, also ich bin ja so, ich komme von der Arbeit, setzt, also erstmal scheiße, ne, ist klar. Dann gehe ich meistens duschen, also kommt drauf an, manchmal dusche ich auch so, vielleicht einen Tag später oder so, das ist halt immer unterschiedlich. Ich würde von euch wissen, wenn ihr nach Hause kommt, seid ihr dann auch so gestört wie ich, direkt am PC, oder ist es bei euch erstmal so, oh, hör mal, Käffchen machen und chillen und keine Ahnung, oder halt dementsprechend sofort aufs Quad. Nehmen wir das mal als Gleiches, so am PC chillen und Quad so, weil es halt ja extrem Hobby, sag ich mal. Ne? Der eine ist extrem am PC, der andere auf dem Quad, keine Ahnung. Ich mach beides, bin ein geiler Typ, ich weiß auch nicht. Naja, auf jeden Fall, schreibt das mal bitte rein, weil ich habe das Gefühl, also wenn ich mit meinen Arbeitskollegen rede, so, hä, nein, Digga, wir gehen doch voll einkaufen und kochen und kuscheln und lesen ein Buch. Naja, Digga, mach ich auch. Ne? Manchmal. Wenn ich dann träume oder so, keine Ahnung. Auf jeden Fall, das würde ich gerne mal wissen. Also, müsst ihr nicht, keine Ahnung, das soll jetzt hier nicht irgendwie so ein Kommentar-Push sein oder so, sondern einfach wirklich mal, der da gerade Bock drauf hat, mir zu sagen, was, also wie ihr euren Feierabend genießt. Weil ich, manchmal sitze ich dann so am PC und denke mir so, ey, Digga, was machst du hier eigentlich, Junge? Krieg doch mal deinen Arsch wieder hoch oder so, weißt du, was ich meine? Naja, auf jeden Fall, mein Daumen ist kalt, ich habe vergessen, die Daumenheizung anzumachen. So, jetzt so an. Hoffentlich bleibt sie auch an. Habe ich das. Hä, warum geht die aus? Oh Mann, warum geht immer alles kaputt? Ich will nicht, dass du kaputt. Warum? Oh Mann, diese Scheiße. Diese scheiß Handheizung geht einfach nicht mehr. Warum nicht? Mami! Geh doch! Ey, das regt mich richtig auf gerade, ne? Geh! Mann! Okay, ist okay. Ich mache jetzt die Kamera mal aus, weil ich habe jetzt ein richtig ernsthaftes Wörtchen mit ihr zu reden und ich möchte nicht, dass ihr das mithört. In diesem Sinne, haut rein und bis zum nächsten Mal! Was da los? Was da los? Oh, ein schönes Instagram-Foto machen, ne? Ah, natürlich muss die Handschuhe wieder ausziehen. Oh! Oh! Ja, ich hab das Nummernschild vergessen, ne? Das ist so in der Gerade. Ich meine, das ist abgefallen bei der Fahrt. Ganz klar. Ja. Passiert, ne? Immerhin sind noch Instagram-Fotos. Ich habe eben schon Tschüss gesagt, aber. Ich denke mal, das kommt noch mit rein, ne? Weil Bad Boy Kev ist unterwegs und wer mich jetzt sehr beobachtet und ich tanze hier so rum, dann denken die alle, ich bin Dulli. So, haut rein. Peace.